Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Sonne lacht. Die Sonne lacht, wir strahlen auch. Haben heute ein richtig schönes Ziel für euch im Pedo. Und zwar, habt ihr schon gelesen, die Atlantikstraße, da wollen wir hin. Haben noch ca. 140, 150 Kilometer bis dahin. Ja. Zeitlich natürlich für etwas mehr, weil wir haben eine Fähre, die wir nutzen müssen. Genau. Wir wissen auch nicht, ob die jetzt fährt, ob wir da jetzt Wartezeiten haben. Werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall war richtig schön dieser Platz. Und auch hier nochmal die Info, alle Plätze, ob Entsorgungsstation oder wo wir mal vielleicht ein Picknick gemacht haben, sind alle in der Infobox und am Ende unserer Reise irgendwann auf unserer Webseite kreuzfahrtcamper.de nachzulesen. Genau. Und jetzt fahren wir los. Ihr habt es gesehen, wir sind jetzt auf die Fähre. Ne, habt ihr nicht gesehen, haben wir nicht angemacht. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht angemacht. Ach, ich habe das jetzt überlegt, hat er das angemacht? Nein, ich glaube nicht. Ihr habt es nicht gesehen, aber jetzt seht ihr es, jetzt hört ihr es. Wir sind auf der Fähre von Halser nach irgendwo anders hin. Es ist oben eingeblendet. Ja, genau. Und ja, jetzt sind wir mal gespannt. Das scheint auch wieder hier ganz super zu laufen mit Autopass. Das werden wir euch so in 2-3 Tagen dann sagen, was es gekostet hat. Genau. Und ja, jetzt werden wir die Ausfahrt einfach mal genießen über bestimmt, naja, ich sag mal Fjord, ob das richtig ist, weiß noch kein Mensch. Ja, das ist, glaube ich, ein Fjord, genau. Auf jeden Fall werden wir das genießen, voll ist es nicht, die Fähre. Man merkt, wir haben Dienstagmittag, alles beruhigt. Um Punkt 11 geht's los, das heißt, in genau einer Minute werden wir losstarten. Und wir haben auch schon mitgekriegt, ist ein zweiter Pepper hier on board. Ja. Ob es ein Deutscher ist oder so, wissen wir nicht, aber zumindest ist ein völlig, Pepper. Ist auch völlig wumm, ob es ein Deutscher ist. Auf jeden Fall können wir auch noch was nachher noch mal sagen zum Thema Grüßen unter Wohnmobilisten. Ist ja immer ein aktuelles Thema und dazu werden wir nachher noch mal was sagen. Thank you.
Wir sind angekommen. Wir haben es euch versprochen, die Atlantikstraße bei besten Sommerwetter haben wir extra reserviert. Wenn ihr wissen wollt, wo das geht, www.kreuzfahrtcamper.de/Sonnenreservierung. Und ja, da geht es dann entsprechend. Da könnt ihr auch eure Sonne reservieren. Auf jeden Fall geht das da. So, und jetzt wollen wir... Aber alle Angaben ohne Gewehr, oder wie war das so schön? Nee, Angaben nicht. Gehen wir hier oben auf den Berg, denn wir wollen noch viel mehr sehen. Und wenn das Wetter, wenn der Wind noch ein bisschen nachlässt, dann gibt es vielleicht eine Drohnenszene. Aber vorher müssen wir datensicher, weil die Drohne nämlich ins Meer abschwört. Wollen wir weniger die Bilder vom Polarkreis haben. So, und jetzt zeigen wir euch wunderbare Bilder hier von der Atlantikstraße. Kommt ein Einbrecher rein. Guten Tag, hier ist der Einbrecher. So, nachdem wir eine kleine Runde gelaufen sind, euch schon mal erste Impressionen gezeigt haben, ist ja Zeit für Mittag. Wir versuchen mal die Nacht heute hier stehen zu bleiben, dass wir uns hier ausruhen, weil eigentlich haben wir keinen Bock, was anderes noch zu machen. Und das Wetter ist nämlich hier auch richtig schön, so dass sich das auch lohnt. Mal gucken. Ein bisschen laut zwar, logischerweise fahren halt die LKWs, die Autos und so weiter dran vorbei, aber... Aber wir gehen davon aus, dass das schon morgen, also heute Nacht schon ruhiger sein wird. Auf jeden Fall werdet ihr jetzt ein Bild eingeblendet kriegen, was wir lecker zum Essen gehabt haben und dann mal schauen, ob die Luft rein ist. Ob die Luft rein ist, genau. Da steht sie. So, lecker gegessen haben wir wieder. Also wer kann schon von sich behaupten, mal an der Atlantikstraße gegrillt zu haben? Nee, glaube ich nicht viele. Aber man kann auch, also wir können nicht behaupten, dass wir einen Fisch gefangen haben. Da hat gerade einer einen Fisch gefangen. Alter, was war das, so ein Alter Falter. Also bestimmt, ja, so ein Lachs. 60, also so richtig dick und so weiter, ein Lachs, ja. 60 Zentimeter, und 70 Zentimeter. Richtig beobachtet, da haben die, glaube ich, ein bisschen auch Tausch gemacht, Wein gegen Lachs, mindestens. Kam eine Frau, die hat das gleich zerlegt sozusagen, genau, und dann haben die das halt hin und her. Genau, auf jeden Fall, deshalb wir gehen hier nochmal auf diesen Berg, den es hier so gibt.
Viel kann man hier leider nicht laufen, da hätten wir hinter der, über der Brücke wieder fahren müssen, dann wären wir weitergekommen, aber naja, man kann immer nur eins machen und wir haben gedacht, wir machen jetzt dieses hier. Ach, wir mussten einfach noch mal raus. Ihr habt es schon mitbekommen. Heute gibt es eigentlich nur Szenen rund um die Atlantikstraße. Liegt vielleicht daran, dass wir hier eine ganze Weile sind schon. Genau, wir haben eigentlich sind kurz vor 12 oder kurz nach 12 sind wir angekommen und wir haben einfach gesagt, wir werden hier bleiben. Es gibt auch noch ein bisschen paar Szenen zu sehen. Wir bleiben morgen früh auch hier beim Frühstück und dann werden wir euch aber sagen, wie ist es denn eigentlich hier an der Atlantikstraße mit Übernachten? Wir müssen sagen, wir haben ja heute den 31. Mai. Ja. Dementsprechend ist es noch nicht die große Saison. Die ist ja meistens so Juli, August, die zwei Monate. Ja, es ist schon trotzdem teilweise gut besucht. Das kann man sagen. Aber mehr dazu auf jeden Fall morgen, wenn wir gefrühstückt haben, denn das wollen wir auf jeden Fall hier auch noch machen. Und ja. Dann werden wir euch auch berichten, wie laut es hier ist. Also genau. Ich denke mal, so ein bisschen Verkehr wird vielleicht in der Nacht auch noch sein. Schauen wir mal. Aber ich gehe davon aus, wir haben gestern an der E39 geschlafen. Das ging auch. Ja. Und jetzt wird Stefan euch einmal umherschwenken. Eine wunderbare Sonnenuntergang werden wir euch jetzt nicht zeigen können. Dazu dauert zu lange. Ja. Aber wie die Sonne richtig die abendliche Sonne. Richtig cool. Und jetzt heißt es noch, kommt hierher. Bei Schönwetter. So you don't know what you're doing. And the walls are closing in. Just remember where we're going. And remember where... Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso wunderschön, ist alles grau, alles bedeckt, alles dünn. Ja. Heute ist das Wetter mal ein bisschen anders als die letzten Tage. Es ist jetzt ein bisschen Regen angesagt. Wir haben so eine kleine Regenfront, die auf uns zukommt. Aber danach wird es wieder sonnig. So viel haben wir nämlich schon uns weiter informiert. Wir haben einfach geguckt, na, was passiert denn jetzt? Weil wenn es nur Regen wäre, müssten wir natürlich nochmal komplett umplanen. Weil wir haben ja noch, sage und schreibe, anderthalb Wochen. Dann könnten, da wäre auch ein Umplan noch möglich. Ist aber so nicht angesagt, nur zwei, drei Tage. Und das, glaube ich, kriegen wir mal hin. Wir haben ja auch richtig viel zu schneiden. Das würde auch gar nicht so schlimm sein, wenn wir mal nicht so viel fahren. Genau, daher ist der Plan, wir wollen, nachdem wir hier einmal umhergelaufen sind, um dieses kleine Inselchen, wollen wir in den Geiranga fahren, auf den Campingplatz fahren. Ja, wäre natürlich schön, bei schönerem Wetter den zu erleben. Aber wie gesagt, das ist das, was wir zwar gestern noch bestellt haben. Ja, ne, www.kotzakampers/sonnenscheinbestellung oder keine Ahnung, wie das wie der Link jetzt genau hieß. Ja, das ist entsprechend... hat hier nicht geklappt. Wie gesagt, ab und zu... Petrus hat gerade, glaube ich, Urlaub heute eingereicht. Spontanurlaub. Spontanurlaub, ne? Genau. Und Gott hat auch mal gesagt, bei dem ganzen Sonnenschein, den er uns geschenkt hat, hat er auch mal Urlaub verdient. Das müsst ihr auch wissen. Also, das ist, wie gesagt, alle Angaben, die wir hier tun, sind ohne Gewehr. So, und jetzt, aber nichtsdestotrotz genießen wir trotzdem das hier, egal wie das Wetter ist, wir werden ja da das Beste immer draus machen. Oder? Immer. Es regnet ja noch nicht. Genau, es regnet ja noch nicht. Und wenn es mal regnet, gibt es ja noch gute Kleidung. Und jetzt machen wir noch so einen Schwenke hier so ein bisschen rum. Und dann frühstücken wir und dann geht es zum Einkaufen, Entsorgen, Versorgen und dann geht es in den Geiranga. Thank you.
meine Lieben, eine Sache haben wir beinahe noch vergessen zu erzählen. Ne? Wir waren ja schon so völlig auf dem Weg zum Geiranga. Nee, wir wollten euch ja noch sagen, wie konnte man auf diesem Platz schlafen? Direkt an der berühmten Brücke an der Atlantikstraße. Ja, also man muss, kein Sensibelchen. Nee, also es ist halt Verkehr auch in der Nacht, wobei in der Nacht geht es, aber um 5 Uhr fängt das dann auf jeden Fall wieder an, bis spät abends ging das auf jeden Fall. Also mindestens bis Mitternacht. Es ist natürlich auch hell, das muss man sagen, das heißt, ja, die Autos können die ganze Zeit fahren, nur die LKW-Gewerkschaft wird wohl irgendwann sagen, nee, du darfst nicht fahren. Die LKWs sind natürlich am lautesten, eigentlich mit den Motorrädern. Die sind sehr, sehr laut. Das muss man wissen, man steht wirklich direkt an der Straße für eine Nacht, ist in Ordnung. Kurz vor der Entsorgungsstation, also bevor man auf die Atlantikstraße kommt, also nicht wenn du von Christiansund, sondern von der anderen Seite. Vielleicht solltest du deine Toilette dann erstmal entsorgen. Ja, später. Man redet uns in die Aufnahme. Das kommt uns irgendwie bekannt vor. Auf jeden Fall, wo war ich denn? Da gibt es einen Platz, einen Parkplatz, der ist wahrscheinlich angenehmer. Also den Tag über genießen. Und dann runterfahren von der Atlantikstraße, dann ist es relativ besser. Genau. Wir haben es jetzt mal gemacht, können wir einen Haken dran setzen. So, wir werden dann jetzt gleich mal Schwiegerpapa darauf antworten bezüglich der Kacke, die der Kollege vor uns hier macht. Genau, der hat nämlich hier einfach in das Ding jetzt hier die Toilette mit entsorgt. Also man macht das Gitter vielleicht vorher. Der macht einfach alles zur selben Zeit. Der denkt, der Stress hier stehen zwei Wohnmobile, er macht einfach alles zusammen. So, das zu diesem. Und für uns geht es jetzt auf jeden Fall wieder zum Entsorgen und dann ab zum Geiranga.